Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Topspiel der Regionalliga West an diesem wunderschönen Sonntag live aus Köln bei Sport Total und Magenta Sport. Ob alle 11 parat sind und es kann losgehen. Gladbach in Schwarz und Grün von links nach rechts. Die Kölner in Weiß und Rot von rechts nach links. Und beide werden ein ähnliches System spielen. Und direkt geht es spannend los. Der erste Abschluss bereits nach 16 Sekunden. Ja, wieder zurück zum Mannschaftskapitän Michel Lieder. Lofolomo. So und so kriegt auch der Kommentator die Namen alle mal drauf. Sehr gut. Guter Ball jetzt in die Spitze von Naja und Moya. Per Lockel. Lockel mit dem zweiten Versuch hat jetzt Platz, um abzuziehen. Per Lockel. Da hätte es vielleicht nochmal gefährlich werden können. Aber das Spiel findet ja nicht im Konjunktiv statt. Und ihr könnt gleich auf jeden Fall dranbleiben, denn jetzt kommt erstmal Semitel Alovic. Dann doch nochmal ein Abschluss kurz vor der Pause. Zwei mit feinem Füßchen. Lofolomo rechts, Lockel links, Kurt mit Feuer. Es wird Lofolomo. Verschiebt sich also im Defensivverhalten, wenn es drei defensive Mittelfeldspieler. Jakob Italiano jetzt. Italiano, das ist der Elfmeter. Da ist der Elfmeter. Yusuf Örnek viel zu spät dran. Gibt auch die gelbe Karte. 0,0, worüber man da diskutieren muss. Italiano zieht durch, legt den Ball leicht vorbei. Örnek, gar kein Thema. Die erste gelbe zeitgleich in dieser Partie. Und es gibt den Elfmeter. Semitel Alovic, Tor Nummer 8 in dieser Saison. Tritt an gegen Jonas Urbig. Telalovic oder Urbig? Telalovic. 1:0 für die Gladbacher. Semir Telalovic. 8. Saisontor. Kurzer Anlauf von ihm. Jonas Urbig riecht die Ecke, kriegt die Hände aber nicht mehr rechtzeitig hoch oder richtig hoch. Und dann sind es Zentimeter, die über Freud oder Leid entscheiden. Abschluss aus der zweiten Reihe. Fasst sich da aus 25 Metern mal ein Herz, aber keine Probleme für Maximilian Brühl. Per Lockel macht es! Ricardo Henning, Leon Schneider, Salge auch der Einzige, der jetzt hinten bleibt, hinter der Mittellinie. Sehr gut gespielt, Vidra! Die ersten beiden Freistöße waren knapp und aller guten Dinge sind drei. Henrique Lofolomo. Nein. Aber das kann Naja klären. Genau wie den Kopfball jetzt nochmal. Ricardo Henning. Ricardo Henning. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Freistoß von Phil Beckhoff an. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, wer den schießen wird. Phil Beckhoff. Wow. Die Entscheidung 2:0 für die Gladbacher mit einem Sahne-Freistoß von Phil Beckhoff. Ganz alleine, keiner der ihm reinquatscht, nimmt Maß. Unhaltbar neben den Pfosten. Keine Chance für Jonas Urbig dort im Tor. Der Kölner. Johannes Liedtke. Der alle kniffligen Entscheidungen auch gut und richtig entschieden hat.
mit dem nötigen Fingerspitzengefühl agiert hat, ein sehr, sehr starkes Spiel gepfiffen hat und jetzt abpfeift. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 2:0 gegen die U21 vom 1. FC Köln. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.